Wir machen heute eine Übung, die zu tun hat mit unseren Muskeln. Ich habe gelernt, nach vielen Jahren Erfahrung, dass es nicht immer nötig ist, am Schlagzeug zu üben. Zum Beispiel ein Kissen ist sehr, sehr nützlich. Ja? Dann, ich werde keine Note schreiben hier. Was ich machen will, ist einfach spielen am Kissen. Dann, ich nehme den Stock ungefähr 5 cm entfernt. Dann nach oben spielen und komm nach oben. Das heißt full. Full, weil es voll. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Diese Übung, obwohl sehr einfach aussieht, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ist nicht nötig, dass du schnell machst. Was ist wichtig, ist, dass du lange machst. Zum Beispiel, wenn du das machst, vielleicht zwischen 3 und 5 Minuten pro Woche, du wirst merken hier, dass der Sound fängt dann anders zu sein am Schlagzeug, viel runder und viel genauer. Zum Beispiel, ich mache manchmal das. Bis Finger und dann nochmal Handgelenke und dann schneller, 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 langsamer. Und ich mache das vielleicht 10-mal, 20-mal hintereinander. Dann, möchtest du mit mir zusammen machen? Dann, wir machen nicht diese Sache mit Geschwindigkeit, diese Accelerando. Wir machen nur regelmäßig. Wir spielen regelmäßig eine Weile, ja. Aber nicht das Üben nur 2-3 Mal. Du sollst wiederholen, wenn du Zeit hast und Lust hast, das 3, 4, 5 Minuten pro Woche. 3, 4, 5 Minuten pro Tag wäre unglaublich gut, ja, weil die Sache hier ist unabhängig, was für ein Niveau du hast, das ist etwas, das hilft immer, ja, zum Beispiel. Ja, ich bin nicht Anfänger, ich bin schon ein professioneller Musiker, aber ich mache das immer noch in meinem Leben. Das ist sehr, sehr, sehr nützlich, dass ich Ausdauer und Power habe, wenn ich spiele. Okay, das war mein Tipp heute. Dann schön üben, wiederholen, 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 wiederholen. Und wir sehen uns gleich.